Hallo meine Lieben, ich weiß, es ist eine sehr lange Zeit verstrichen seit meinem letzten Upload hier auf dem Kanal. Ich hatte einfach mit den neuen Videos, die ich jetzt mache für Ringier, hatte ich einfach nicht so Zeit für diesen Kanal, weil ich habe ja noch meinen Hauptkanal auf Englisch und ich mache jetzt jede Woche Videos auf Deutsch auf blick.ch. Die habe ich auch immer verlinkt auf meinen Social Networks. Also im Fall ihr die Videos verpasst habt, könnt ihr die gerne nochmal alle ansehen. Die sind nicht hier auf YouTube, die werden auch nicht hier auf YouTube geuploadet sozusagen, aber ja, die könnt ihr sehr gerne auf dem Blickportal ansehen und die sind alle auf Deutsch. Das ist eine langfristige Kooperation zwischen mir und Ringier und da werden jetzt jeden Montag neue Videos sein. Das habe ich euch ja eigentlich schon erzählt, aber für die, die es noch nicht wissen, weil ich habe schon oft Kommentare bekommen von Leuten, ah, wieso machst du keine Videos mehr auf Deutsch, und ich mache jetzt fast viel mehr Videos auf Deutsch als früher. Und ja, jetzt wollte ich aber ein ganz anderes Video heute machen auf diesem Kanal. Und zwar ein What's in my purse Video, obwohl ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde. Ich glaube, was ist in meiner Handtasche? Wo ich jetzt in Kanada in den Ferien war, habe ich mir eine neue Handtasche gekauft und die wollte ich euch jetzt zeigen, weil ich finde die richtig toll und ich bin wirklich super zufrieden mit dieser Tasche. Ja, die ist von Coach. Coach New York. Ich habe die noch nicht groß hier gesehen in Europa, ehrlich gesagt. Die ist sehr populär in Nordamerika. Die ist, das ist eine Marke eigentlich aus New York, also steht auch hier Coach New York drauf. Das ist schwarzes Leder. Ich habe die wirklich in einem Coach-Laden gekauft. Eine mittelgroße Handtasche. Ich wollte nicht etwas zu Großes, weil ich trage eigentlich gar nicht mehr so große Handtaschen. Das mag ich nicht. Und dann hat sie hier noch einen Carrying Strap oder wie man das nennt. Also so ein so ein Riemen, der halt, dass man halt die Tasche dann über die Schulter auch tragen kann. Bin nicht so der Typ, der so mit der Handtasche in der Stadt rumstolziert. Ich trage die dann meistens entweder auf der Schulter oder Crossbody, also dann so. Ja, so über meinem Körper so. Ich finde das am bequemsten. Ich werde versuchen, ob ich die mal finde irgendwie online. Dann kann ich die euch gerne unten verlinken, im Fall ihr interessiert seid auf dieser Tasche. So sieht die von vorne aus. Hier ist der seitliche, das Hardware, wie man das nennt, also das Metall ist alles in Gold. Und Hinterseite, da ist hier ein Fach drin. Also da kann man hier so schnell rein und raus und das ist magnetisch hier. Und ich finde, von der Größe her ist die wirklich gerade perfekt für mich, weil ich bin nicht so der Mensch, der Unmengen von Zeug immer mitschleppt. Ich meine, Taschen werden auch schwer, wenn man irgendwie in der Stadt unterwegs ist und man packt da 100.000 Sachen rein. Also ich bin eher so der Minimalist. So die perfekte City-Tasche und das Leder ist einfach so schön und ja, es riecht richtig auch schön nach Leder. Ich liebe Ledertaschen. Also Entschuldigung für all die Veganer, aber ich mag Leder. Ja, jetzt wollte ich euch so ein bisschen zeigen, was drin ist und ich habe die jetzt wirklich überhaupt nicht irgendwie neu gepackt oder so. Da seht ihr dann auch, was alles drin ist. So sieht die aus von innen, da ist jetzt ganz viel Zeug drin. Ich habe die jetzt seit ein paar Tagen nicht ausgemistet, aber hier sind dann so auf der Seite noch ein paar Taschen. Meistens hier mache ich mein Handy rein, weil ich das einfach schnell griffbereit habe, wenn ich mal schnell Instagram oder Snapchat checken möchte. Also mein Telefon, das ist das iPhone 6S. Ich habe hier so einen Käfer vorne drauf, finde ich lustig. Meine Hülle ist nichts Interessantes. Ich habe das goldene 6S, aber ich wollte einfach eine durchsichtige Folie, weil ich finde das Telefon für sich eigentlich recht schön. Also wollte ich das nicht mit irgendwie einer Hülle oder so verunstalten. Das ist einfach eine Plastik, so eine Gummihülle. Und dann, was habe ich noch hier hinten drin? Da habe ich hier noch so ein Lip Butter. Das ist von Astor, der Soft Sensation Lip Color Butter. Und das ist in dieser hellen Farbe. Das ist so diese helle Nude-Ton. Die mag ich ganz gern, wenn ich irgendwie unterwegs bin und nicht keinen Spiegel habe oder so. Dann mache ich das schon drauf. Das ist eigentlich alles, was ich hier außen habe in dieser Tasche. Da ist nichts mehr drin. Also jetzt mache ich mal weiter mit dem Innenleben hier. Ich habe einmal eine Handcreme. Das ist eine von The Body Shop, die Frosted Plum. Die kam jetzt zu Weihnachten raus. Da habe ich noch so ein kleines Tübchen. Und dann habe ich hier noch Kaugummi Excel. Die habe ich, glaube ich, in Kanada gekauft. Sacrotan, so ein Handdesinfektionsgel. Das ist mit Aloe Vera. Dann habe ich hier noch so Bonbons. Ricola Cranberry Kräuterbonbon, die sind zuckerfrei, also ist mit Süßungsmittel gemacht. Meine Vlogging-Kamera, die habe ich eigentlich auch fast immer dabei. Man weiß ja nie, wenn irgendwas Interessantes gerade einen über den Weg läuft. Das ist die Canon
G7X, also G7X, und hat so ein Pop-up-Display, dass man sich auch sieht, wenn man sich selber filmt, und die ist wirklich super. Ich habe die jetzt seit ein paar Monaten, bin wirklich zufrieden mit der, und die macht auch super Video von der Qualität und hat auch ein Image Stabilization, dass wenn man das sich selber filmt, dass es nicht so extrem wackelt. Ich glaube, das ist so die Vlogging-Kamera für YouTuber. Ich muss dann auch, glaube ich, eine Hülle kaufen, weil ich finde, manchmal wird die ein bisschen staubig hier mit den ganzen Sachen in der Tasche, aber habe das noch nicht gekauft, da muss ich noch was kaufen. Dann habe ich, oh Gott, habe ich noch eine Handcreme. Okay, ich habe die Tasche schon seit einigen Tagen nicht ausgemistet. Da ist es noch eine Handcreme, die Cien. Das ist so eine gute Handcreme, die kriegt ihr bei Lidl und kostet hier in der Schweiz irgendwie 90 Rappen oder irgendwie sowas oder 95 Rappen, also unter einem Franken, und die ist wirklich genial. Dann habe ich nochmal Bonbons. Okay, ich weiß gar nicht, wieso ich so viele Bonbons hier drin habe. Halter Caramel Chocolate, und das ist auch zuckerfrei. Ein Stift ist hier drin, das ist hier alles in dieser Seitentasche. Dann, oh mein Gott, nochmal Kaugummi. Da ist nur noch einer drin. Stimorul. Ich weiß gar nicht, wieso ich so viel Zeug hier drin habe, ehrlich. Ja, dann habe ich hier noch einen Lippenbalsam, der Labello Lip Butter Blueberry Blush. Ich finde die eigentlich nicht so gut, weil ich finde die immer ein bisschen nervig zum Aufmachen. Und unterwegs mache ich da einfach so meine Lippen rein, weil ich mag nicht mit dreckigen Fingern in so ein Lippenprodukt. Also ich glaube, wenn der aufgebraucht ist, werde ich mir den nicht nachkaufen, diese Labello Lip Butters. Und dann habe ich jetzt noch ein Lippenprodukt, auch von Astor, die Soft Sensation Lip Color Butter. Und das ist in Hug Me. Dann habe ich, oh mein Gott, noch einen Lippenstift. Ich muss ja echt mal die Tasche hier neu packen. Das ist die von Bobbi Brown, die Luxe Lip Color in Pale Mauve. Ach, so ein schöner Lippenstift. Ich glaube, der Grund, wieso ich so viele Lippenprodukte hier drin habe, ist, immer wenn ich unterwegs bin, nehme ich einfach das Lippenprodukt von dem Tag mit in die Tasche, damit ich Touch-Ups machen kann. Und die habe ich wahrscheinlich jetzt alle noch nicht zurückgetan. Dann habe ich hier ein Travelo. Das ist so ein Parfüm. Spray, wo man sein eigenes Parfüm einfüllen kann. Das ist super gemacht. Dann nimmt man das hier einfach auf das Parfüm, das man hat, und man kann das selber nachfüllen mit seinem beliebigen Parfüm. Und da ist, glaube ich, Stella McCartney drin. Genau. Das ist ein bisschen noch Stella McCartney. Ich kann da noch ein bisschen drauf tun. Aber ich finde die ganz praktisch für unterwegs. Die habe ich in der Schweiz hier bei Marionaud gekauft. Tampax. ja, ein paar Tampax hat, glaube ich, jede Frau dabei. Just in case, gell? Dann habe ich hier ein Haargummi. Habe ich hier irgendwie einen Kassenzettel von meiner Apotheke. Habe ich vor kurzem was gekauft. Dann habe ich hier noch ein Tempo-Taschentuch. Nastücher braucht man ja immer so im Winter und im Frühling. Mein Portemonnaie sagt man in der Schweiz. Wie sagt man das eigentlich in Deutschland? Sagt man da Geldbörse? Geldbeutel, also hier sagt man Portemonnaie, das ist von Mango. Da müsste ich mir auch schon längst mal was Neues kaufen, weil hier ist das hier abgefallen. Da war hier so ein Ding dran, damit man gut ziehen kann. Jetzt ist nur noch dieser Metallring dran. Und das Portemonnaie ist wirklich super von Mango. Also das hat auch wirklich lange gehalten. Also ja, da hat man hier die Karten an der Seite. Da sind hier ganz viele Fächer für Karten. Dann habe ich hier noch verschiedene Quittungen drinnen und weiß Gott nicht was. Und Karten hier. Vielleicht die, wo die Schweiz nicht kennen. So sieht unser Geld aus. Aber ich denke, die meisten Deutschen und Österreicher kennen wohl das Geld hier in der Schweiz. Hier habe ich noch einen Zehner. Ja. Also wollte ich jetzt nicht so flashen, so 100 Franken. Das ist in der Schweiz ganz normal, dass man 100 Franken im Portemonnaie trägt, weil das hier kostet das Leben einfach so viel. Also das ist nichts Besonderes. Das Leben ist teuer in der Schweiz, viel teurer als in Deutschland. Nochmal irgendwie eine Quittung für irgendwas. Und was ist noch drin? Hier so ein Kamm. Meistens habe ich so einen Portable-Kamm, den man so klappen kann. Das habe ich jetzt wohl vergessen. Jetzt habe ich einfach so einen langen Kamm. Das war's. Das ist alles in meiner Tasche drin gewesen. Jetzt zieht ihr das dann von innen. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Also hier ist ein großes Fach mit einem Reißverschluss, das man innen zumachen kann. Und dann sind hier noch zwei kleine Fächer hier auf der Seite einfach offen, wo man dann irgendwie Handy... Wie gesagt, ich tue es meistens hier. Dann hat es noch die Seitentasche hier mit dem... Magnet. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht zuzugucken. Ich möchte von euch in den Kommentaren wissen, was ist das Verrückteste, was ihr je in eurer Handtasche mitgenommen habt. Ich freue mich ganz fest, weil es kommen jetzt in der nächsten Zeit wieder neue Videos auf diesem Kanal. Ich liebe es total, immer mehr Content jetzt auch auf Deutsch anzubieten, und wenn ihr eben so Make-up-Tutorials von mir sehen möchtet, jeden Montag auf Blick, die verlinke ich immer auf Twitter und auf Facebook, also folgt mir dort. Und vielen, vielen Dank fürs Zusehen, meine Lieben, und wir sehen uns recht bald. Tschüss!